Was ist denn der Anlass Ihres Besuchs heute bei uns? Ja, der Besuch ist, wir machen das regelmäßig. Das ist ein Sterne-Programm, wo wir vom DEB ja rausgehen und da arbeiten wir zusammen, was können wir verbessern, was können wir machen. Ja, Jens, wie ist die Arbeit heute gelaufen aus deiner Sicht? Ja, ganz gut eigentlich. Gell? Ernst hat unsere ganzen Kinder begleitet am Eis, angefangen von U8 bis zu U10 und U14 hinterher. Und hat den Kindern auch wertvolle Tipps gegeben aus seiner Erfahrung. Das ist ein langjähriger Trainer, das ist immer ganz gut, dass er da ist bei uns. Und unsere Trainer hilft da auch bei der täglichen Arbeit. Das ist für uns eine ganz große Hilfe. Wie ist Ihr Eindruck generell von der Arbeit hier in Weiden? Also generell ist halt der Eindruck, dass es immer mehr Kinder werden in Weiden, dass sie dort bei der Rekrutierung natürlich eine gute Arbeit leisten. Und je mehr Kinder wir natürlich auch unten reinbringen, umso mehr bleiben wir natürlich oben hängen. Und es macht natürlich auch Spaß, wenn man sieht, wie so viele kleine Kinder auf dem Eis und das, die Qualität der Kleinen wird schon mal besser. Also es spricht dafür, dass die Trainer da einen guten Job machen. Und wie schon gesagt, es ist natürlich auch eine langfristige Sache, aber das macht natürlich Spaß, wie sich so ein Verein, auch wie Weiden sich entwickelt. Jens, wie beurteilst du die Situation? Bist du zufrieden als Nachwuchsleiter? Ja, man ist immer ganz zufrieden, wenn das alles einigermaßen läuft. Ich finde es auch ganz toll, dass wir jetzt den nächsten Schritt gegangen haben mit dem Sterne-Programm, also mit unserer Anstellung zu diesem Hauptamt von Trainer und Koordinator für U14 und kleiner halt sozusagen, der sich auch eben um die Anfänger mitkümmert. Also das ist ein weiterer Schritt, sage ich mal, für den EV Wein, dass wir unsere zwei hauptamtlichen Nachwuchstrainer weiter vorhalten können. Und insgesamt könnte ich mehr als zufrieden momentan. Also das schaut echt sehr gut aus. Mhm. Vor allem halt, weil wir halt sehr viele Kinder momentan für unsere Verhältnisse aufs Eis bringen können. Das machen wir halt. Was ist der Hintergrund zu dem Sterne-Programm, Herr Hübner? Ja, wie schon gesagt, das Ziel ist natürlich erstmal, dass wir mehr Kinder aufs Eis bringen. Wie der Jens auch gesagt hat, dass wir die hauptamtlichen Trainer für uns, wir haben ja immer in der Vergangenheit gesagt, das Wichtigste ist der Altersbereich unten. Und das ist ja jetzt auch hier, dass wir das auch umsetzen, dass wir insgesamt natürlich in Deutschland mehr Kinder aufs Eis bringen. Und das Ziel ist natürlich ganz klar, mehr Spieler gut ausbilden, später in die Seniorenmannschaften bringen und auch von der und auch dann für die Nationalmannschaft dann profitieren. Und Powerplay 26 am Ende des Tages, dass wir halt dann auch ganz oben mit dabei sind und um Medaillen spielen. Wie weit ist man schon Ihrer Meinung nach? Na gut, es ist natürlich so, dass wir jetzt momentan Nummer 8 der Welt sind in der Weltrangliste. Sind wir einen Sprung nach vorne, haben wir einen Sprung nach vorne gemacht, aber es ist halt immer ganz haarscharf, ein Turm mehr oder weniger, dann kommt man weiter. Aber wir sind auf einem guten Weg, aber jetzt dürfen wir natürlich nicht uns ausruhen, sondern das Programm hat ja gerade erst begonnen. Wir sind jetzt in der Umsetzung am Anfang, aber dort haben wir schon gute Fortschritte gemacht. Aber jetzt müssen wir natürlich am Ball bleiben oder am Punkt bleiben und permanent. Nachwuchsarbeit ist natürlich ein Prozess über viele Jahre. Und wir versuchen natürlich jetzt auch dann natürlich die Spieler, die gut ausgebildet sind, dann auch in die ersten Mannschaften reinzubringen. Das ist halt der nächste Schritt auch, dass wir dort eben aus dem eigenen Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft bringen. Was wären da für Maßnahmen noch denkbar für Sie, die jetzt vielleicht noch nicht greifen oder noch nicht aktiv sind? Ja, das ist immer so, dass man halt sagt, wenn wir dann insgesamt weniger ausländische Spieler haben, das ist ein Schritt. Und ich glaube, dass das vielleicht auf Dauer dann halt eine Möglichkeit besteht, wenn wir mit der Ausbildung besser werden und besser werden. Das ist ja dann der konsequente Schritt, dass wir dann halt ein bisschen reduzieren. Aber natürlich auch schauen, dass wir die Ligen mit Spielern auch in der Oberliga oder DL2 natürlich mehr junge Spieler reinbekommen. Ja. Jens, was gibt es für Maßnahmen beim EV Weiden, um bei den Kleinsten angefangen, junge Leute fürs Eishockey zu begeistern? Ja, morgen haben wir halt unseren ersten Anfängertag, Kids Day, Blue Devils Kids Day, wo die erste Mannschaft auch mit den Kindern aus der Region einfach mal probieren will, die fürs Eishockey zu begeistern und fürs Schlittschuhlaufen. Das ist einmal eine schöne Aktion, haben da auch schon einige Anmeldungen, das läuft ganz gut. Ansonsten werden wir halt immer den harten Weg gehen müssen über die Kindergärten, über die Schulen, über verschiedene Werbeaktionen, dass halt die Leute den Spaß an unserem Sport entdecken und auch dabei bleiben. Ganz einfach. Und generell Schnuppertraining ist möglich? Schnuppertraining ist immer möglich, eigentlich auch für alle Altersklassen, wenn einer sich mal ausprobieren will bei uns. Der momentan noch nicht da ist, jederzeit kann der mal kommen und mal schauen, ob das Niveau in Ordnung ist, dass er da bei uns mitmachen kann. Aber halt hauptsächlich, wir haben auf der Suche nach die Kleinen sozusagen, von 4 bis 10.
ganz grob gesagt von der Altersgruppe her, und die müssen halt zu unserem Verein bringen und überzeugen, dass Eishockey ein sehr guter Sport ist. Da wollte ich noch ganz kurz was dazu sagen. Es ist ja immer auch schön, wenn dann die Erstmannschaftsspieler natürlich mit aufs Eis gehen, und das ist ja immer die Vorbildfunktion, wo die erste Mannschaft hat. Es ist also wichtig, dass man eine gut funktionierende erste Mannschaft hat, und es hilft natürlich, beide Spiele Kinder aufs Eis zu bringen, dann sehen die das und dann kommt vielleicht der Spieler vor Ort auch, geht mit aufs Eis, das wird ja morgen mit der Fall sein, und das ist natürlich auch für die Kinder dann natürlich ein besonderes Erlebnis und motiviert vielleicht den einen oder anderen zum Eishockey zu kommen. Wenn Sie jetzt mit Eltern sprechen, die fragen, ist Eishockey der richtige Sport für mein Kind? Was antworten Sie? Da kann ich nur sagen, an meinem Beispiel, ich bin immer noch gesund, habe alle Zähne, und es ist so, dass es für Eishockey ist ja eine gesunde Sportart. Man gleitet, man ist geschützt, und es hat ja auch die Regeländerung gegeben, dass man ja keinen Check mehr machen darf bis zu 14. Also das im Klartext bedeutet das, dass ein großer Spieler, der körperlich schon weiterentwickelt ist, keinen kleinen Spieler, der technisch gut ist, aus dem Spiel nehmen kann oder zusammenfahren. Das ist verboten, und damit kann sich natürlich jeder viel besser entwickeln, und es macht natürlich auch jetzt am viel mehr Sinn, auch technische Qualität zu verbessern, weil da ist dann der Unterschied beim Spiel, und da kann man entweder Spiele gewinnen oder verlieren und nicht mehr durch Gewaltakte. Was wünschen Sie sich für das deutsche Eishockey? Na, ich wünsche mir, dass wir auf dem Weg, wo wir jetzt sind, weiter so verfahren. Da sind wir auf einem guten Weg. Alle Ligen von der DEL angefangen, haben jetzt auf die Nachwuchsarbeit gesetzt über die DL2 und auch die Oberligen. Und das hoffe ich mir natürlich, dass das weiterhin so gut läuft und dass sie am Ball bleiben alle.